Was? Kleine Niederlein, die Spuren fielen rein. Das eine ist ins Wasser gefallen, da waren's nur noch neun. Ein Klein, zwei Klein, drei Klein, vier Klein, fünf Klein Niederlein. Sechs Klein, sieben Klein, acht Klein, neun Klein, zehn Klein Niederlein. Franz Beckenbauer kennt das Lied von den zehn kleinen Negerlein sicherlich auch. Er hat es allerdings nur mit deren vier zu tun. Aus 26 macht 22. Das gelbe Leibchen vielleicht als Wegweiser für ungeduldige Rätselrater. Nach welchen Kriterien werden Sie denn entscheiden, welche vier Spieler zu Hause bleiben müssen? Ja, das ist schwer. Das ist wirklich schwer, denn es ist ja da kein Leistungsabfall oder eine Leistungsdifferenz feststellbar von den vier, die dann letztlich zu Hause bleiben müssen. Ich meine, das könnten genauso gut vier andere sein oder noch mehr vier andere. So viel Unterschied ist es da nicht. Leistungsdichte kann also auch zum Problem werden. Auch für die Spieler keine angenehme Situation. In jeder Trainingseinheit kann sich das Gleichgewicht um Nuancen zugunsten des einen oder anderen verschieben. Und während 23 mit viel Einsatz versuchten, Pluspunkte zu sammeln, hatten die restlichen drei mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nicht, dass sie sich unerlaubt von der Mannschaft entfernt hätten. Man trainierte ja schließlich am Diegsee und nicht am Schluchsee. Rummenigge, Völler und Allgöwer mit spezieller Konditionsarbeit im Wald unter der Anleitung von Berti Vogts. Den Grund dafür erfahren wir von Rudi Völler. Ja gut, es war ein Einzeltraining mit Berti Vogts, um halt die Spritzigkeit, die mir im Moment noch ein bisschen fehlt, aufzutrainieren. Wir haben also mehrere Sprints gemacht, die man in so einem Spiel nicht so sehr intensiv üben kann. Ne? Merken Sie aber noch Ihren Kraftverlust? Ja gut, wir haben diese Woche sehr hart trainiert, dreimal am Tag. Und da ist natürlich so, dass jetzt im Moment ein kleines Tief ist. Aber jetzt werden wir die nächsten Tage ein bisschen weniger trainieren. Dann hoffe ich, dass ich wieder gut beisammen bin. Toni Schumacher unbestritten die Nummer 1. Umso größer allerdings die Fragezeichen, wer dem Kölner in seinem Bestreben, Tore zu verhindern, behilflich sein soll. Ungewissheit auch bei Norbert Eder. Ja, da kann ich jetzt noch nichts beurteilen. Ich meine, jeder hat die Chance, in einem Länderspiel zu spielen. Ob das jetzt Matthias Herget oder Wolfgang Funkel, diese Spieler alle sind, wir auch. Ich meine, die Tagesform ist entscheidend. Habe ich einen schlechten Tag, ist das Ding gelaufen? Habe ich einen guten Tag, dann kann ich mir Hoffnungen machen. Sehen Sie das auch so? Ja, ich finde das ein bisschen blöd. Ne? Man ist abhängig von einem Länderspiel. Ne? Wir haben das ganze Jahr über gute Leistungen gebracht, sind deutscher Meister, waren Pokalsieger, haben einige gute Länderspiele gebracht. Und jetzt muss ich mich, oder läuft es darauf hinaus, dass wir praktisch in einem Spiel alles oder nichts. Ne? Ja. Und das finde ich nicht so gut. Matthias Herget, wo würden Sie denn lieber spielen? Ja, das ist keine Frage bei mir. Das habe ich immer wieder betont, dass ich natürlich am liebsten als Libero spiele. Können Sie sich auch vorstellen, mit Norbert Eder zusammen im Abwehrzentrum zu stehen? Es ist alles möglich. Ich weiß nicht, was der Franz Beckenbauer vorhat, noch zu experimentieren. Ich kann mir auch vorstellen, mit Eder und Funkel als Manndecker. Kann man sich da eigentlich noch mit denjenigen, die also die direkten Kontrahenten sind, kann man sich mit denen noch gut verstehen? Ja, mit Sicherheit. Innerhalb der Truppe gibt es keine Probleme. Was soll ich jetzt mit ihm ein paar Worte wechseln? Insofern ist das kein Problem, nur man macht sich ja doch seine Gedanken. Ja? Mhm. Bin jetzt dabei, mache das Trainingslager umsonst mit. Ne? Das finde ich halt was. Ja, mit Sicherheit. Man spricht nicht speziell über dieses Duell jetzt in den Spielen, sondern man redet über alltägliche Dinge wie das Wetter, das harte Trainingslager hier, aber das Spiel wird im Hintergrund gestellt. Ein kleines Negerlein, das fuhr mal in der Kutsch. Da ist es unten durchgerutscht, da waren sie alle futsch. Ein, zwei, drei,